Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Sie sollten mit meinem heutigen Gast niemals ein Stechen fahren, egal wie toll Ihr Auto ist, denn sie hat 264.000 PS zur Verfügung, wenn man das umrechnet, was sich eigentlich nicht umrechnen lässt. Sie hat hinter sich bis zu 380 Menschen sitzen und sie hat um sich herum 350 bis 380 Tonnen Material, denn sie fliegt Lufthansa, sie fliegt A340, Langstreckenflugzeuge, sie fliegt den A350. Wir werden Ihnen nachher, für den Fall, dass Sie mit diesem Modell nicht so vertraut sind, auch dazu noch was erzählen. Cordula Pflaum ist 50 Jahre alt, aufgewachsen in Bremen, dann am Bodensee, studierte Physik, verheiratet, Mutter, hat als erste Offizierin 1994 angefangen, tatsächlich im Liniendienst zu fliegen. Seit 2005 ist sie Flugkapitänin, bildet seit vielen Jahren Piloten aus, ist Ausbildungskapitänin für die Flugzeuge A330, A340, A350. Zu merken, das sind die Flugzeuge, mit denen man richtig weit wegfliegen kann. Außerdem gibt sie, das finde ich einen ganz tollen Titel, Führungsseminare für Kapitäne, Cordula und Checker. Wundern Sie sich nicht darüber, dass Cordula Pflaum und ich sehr vertraut miteinander sprechen, denn es gab eine Zeit, als auf diesem Kopf noch Haare waren, da bin ich als Radioreporter mit einer jungen ersten Offizierin mitgeflogen. Es ging um eine Radioreportage, Frauen im Cockpit, und raten Sie mal, wer das war. Und dann gab es sogar noch eine kritische Situation und so weiter. Cool geregelt. Ich habe viel gelernt über die Luftfahrt. Cordula, die erste Frage. Jetzt, im vergangenen Jahr sind so viele Menschen von deutschen Flughäfen in Urlaub geflogen, im Sommerflugplan von April bis Oktober, wie nie zuvor. 80,5 Millionen Passagiere. Das könnte in diesem Sommer ähnlich viel werden. Warum geht das höchstwahrscheinlich alles gut? Es geht aus mehreren Gründen gut. Wir haben natürlich daraus gelernt. Wir rechnen diesen Sommer damit, dass wir ungefähr jetzt allein für Frankfurt 250.000 Passagiere abfertigen werden. Und wir haben daraus gelernt, was können wir besser machen, damit dieses Jahr das alles besser läuft. Heißt in Bezug auf Verspätungen, heißt in Bezug auf Abfertigung im Flughafen. All das, daran haben wir gearbeitet und deswegen wird es auch besser gehen. Ich meine ja, dass keine Flugzeuge abstürzen, Feuerbälle. Ach Gott. Daran denkst du schon gar nicht mehr. Nee. Du denkst nicht mehr daran, dass ja auch ein Flugzeug, weil das ist ja für uns Außenstehende nach wie vor faszinierend. Wenn man in Frankfurt ist, ich war erst kürzlich wieder da, bin nach Amerika geflogen, dann boom, 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 steht eins nach dem anderen und zack, da geht's los und da hinten geht's los. In München zwei Startbahnen. Da denkt man sich, naja, es passiert überall was. Wieso klappt das hier die ganze Zeit? Wieso kriegt ihr das hin? Ich habe dir das, glaube ich, schon mal gesagt. Die gefährlichste Spanne für uns ist eigentlich am Boden. Also in der Luft. Ja, überhaupt die ganze Abfertigung, das Rumfahren, bis wir mal an der Luft sind. Man nennt das Runway Incursion. Dort passieren die meisten Unfälle. In der Luft zum Glück nicht. Und dafür trainieren wir hart. Hart. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das, weil das wird ja auch, es hört ja nicht auf. Also man ist ja nicht fertig und sagt so, alles klar, jetzt. Wie oft muss ein Pilot sich tatsächlich testen lassen? Sehr häufig. Einmal im Jahr im Linienbetrieb. Da fliege ich zum Beispiel mit bei Kollegen, gerade letzte Woche wieder nach Vancouver und schaue, wie meine Kollegen die Gesamtabwicklung machen. Das heißt, vom Begrüßen der Crew, vom Spritbestellen, vom Passagierbriefing, Ansage an die Gäste, wenn Unregelmäßigkeiten sind, wie gehen Sie damit um? Also das wird einmal im Jahr überprüft. Im Simulator sind die Kollegen wirklich 4 bis 5 Mal im Jahr. Und da werden dann die Situationen geübt, die wir hoffentlich in Real Life nie haben werden. Deswegen ist das immer so merkwürdig. Das ist eine ambivalente Angelegenheit. Alle Menschen aus der Flugwelt, selbstverständlich die Luftfahrtunternehmen, die Piloten, die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, die sagen immer, das ist alles total sicher. Dann kommt die Statistik, es gibt kein sichereres Transportmittel und so weiter. Und dann denkt man sich, naja, okay, aber irgendwas übt ihr ja in diesen Simulatoren. Das heißt, in diesem Prozess selber ein so großes Gerät auf diese hohe Geschwindigkeit zu bringen, und da sind nur Menschen und Treibstoff drin, sind doch enorme Restgefahren drin. Das sehe ich gar nicht so, weil wir eben so trainieren, diese Situation wirklich im Moment zu lösen. Ich habe jetzt gerade wieder mit einem meiner Kollegen aus der Ärzteschaft gesprochen, und er sagte, der Unterschied zu Ihrem Beruf ist ganz extrem, dass wir eigentlich oftmals auch ruhige Phasen im Flugverlauf haben. Und dann passiert was und wir müssen sofort parat sein. Und das üben wir im Simulator, damit wir eben, wann immer was passiert, gleich reagieren können.
auf diese Situation, die eben hoffentlich nie kommt. Ja, das Irre ist ja, dass wir, als wir zusammen geflogen sind, ja. Und wir noch quasi Teenager waren, also du warst eine ganz junge erste Offiziere, neben ja. dir saß ein sehr erfahrener Kapitän. Ja. Du hast aber den Flug abgewickelt und das heißt, der hat sich dir total untergeordnet. Dann kamst du sogar zu einer Situation, als wir im Landeanflug auf Nairobi waren, der aus eurer Sicht nicht höchst problematisch war, aus Sicht des Laien, oh Gott, das will, das ist alles wie im Katastrophenfilm, aber der hat jetzt nicht gesagt, so Schätzchen, jetzt lässt du mich mal. Ja. Das ist mitnichten so, deswegen so, weil er so ein netter Kerl war, sondern das ist deswegen so, weil ihr es so eingestellt habt. Also der Jüngere ist der Bestimmer. Der Jüngere ist nicht immer der Bestimmer. Also da kann der Bestimmer sein. Genau, in letzter Instanz hat immer der Kommandant oder die Kommandantin das Sagen. Aber wenn jetzt der Jüngere, wir nennen das Pilot Flying, ist derjenige ist, der diesen Flug heute durchführt, dann arbeitet der andere ihm zu als Pilot Monitoring. Und das soll auch so sein. Und nur so kann ja auch ein Co-Pilot, eine junge Co-Pilotin, wie ich sie damals war, mal zu einem guten Kommandanten werden, indem man das genauso ausprobiert. Und da kommt ein ganz wichtiger Punkt aus unserer Arbeit rein, dass wir erstmal Vertrauen in unsere Kollegen haben. Und das egal welches Alter, welches Geschlecht, egal was. Und tatsächlich ist das auch so, dass es gab unter euch keine Unruhe, wo ich mir normalerweise denke, auch wenn man sich YouTube-Videos anguckt, man hört, ich habe sogar schon einen Funkverkehr gehört in den Vereinigten Staaten, da brannte was am Flugzeug der Pilotin, irgendeine amerikanische Fluglinie war das, und sie sagte, bei uns brennt das und das. Und dann sagte der Mann am Boden, sagte, aha, bei Ihnen brennt etwas, was genau brennt denn? Und dann hat sie das beschrieben, wo man sich so denkt, als Normalmensch würde man da sitzen und schreien und sagen, Gottes Willen, ja, aber an welcher Stelle der Ausbildung verliert man diesen Impuls, zu sagen, jetzt schrei ich? Also ich glaube, das beginnt ganz am Anfang, weil man einfach so konzentriert auf die Arbeit ist und einfach nur abhandelt. Da kann ich jetzt sagen, das Triebwerk läuft rund, oder ich sage, das Triebwerk brennt. Und denk nicht drüber nach, ob das jetzt gerade was Schlimmes ist oder nicht, sondern es ist für mich eine Abhandlung. Und das hilft uns sehr mit unseren Checklisten, egal was kommt, es emotionslos zu kommentieren. Ich denke auch, Piloten haben Emotionen. Ich wollte fragen, wann sprichst du mit deinem Mann oder mit deinen Kindern, so wie im Funkverkehr, diesen besonderen Ton, den es da gibt, Lufthansa 411 Super Heavy, das gibt es Super Heavy, oder? Heißen die. Super. Und Heavy ist? Heavy bin ich. Meine Flugzeuge sind Heavy und ein 380 ist zum Beispiel Super. Super. Super heißt, der ist noch schwerer. Noch schwerer, genau. Aber dann gibt es ja diese man sagt dann immer, man hat das alles verstanden und so. Und das ist ja ganz, ganz ruhig und ganz aufgeräumt und bar jeder Emotion. Das gibt es im normalen Leben nicht, oder? Diese Cordula-Stimme, wie beim Funken. Das müsstest du jetzt meine Familie fragen. Aber wahrscheinlich, wenn ich von der Tour komme, ist die am Anfang noch da. Dann werde ich ein paar Mal daran erinnert, dass ich jetzt zu Hause bin. Und dann ändere ich die wahrscheinlich auch wieder. Weil normalerweise ist es natürlich nicht, kann ich mir vorstellen, dass es dann schwierig ist. Cool, es gibt eine Sache, die ist sehr schwer zu beschreiben. Und trotzdem würde ich wahnsinnig gerne mal wissen, weil uns Außenstehenden das nicht gegeben ist, dass tatsächlich plastisch nachzuvollziehen. Mhm. Wenn dein Heavy Flugzeug, die A340, auf die Startbahn unmittelbar einschwingt. Vorher ist rumgefahren, dann schwenkt ihr ein. Das Flugzeug steht und dann schiebst du diese vier Schubhebel nach vorne. Ja. Und dann passiert das, was ich gerade gesagt habe, diese Wahnsinnsenergie aus diesen vier Triebwerken wird entfesselt. Kann man das, können wir in unserem normalen Alltag das irgendwie nachahmen, nachempfinden, wenn ich auf dem Beschleunigungsstreifen bei der Autobahn bin, total Gas gebe? Ist das so oder wie ist das? Es ist noch viel besser. Immer noch. Immer noch, es ist unglaublich, das hört, glaube ich, nie auf. Ich muss wirklich sagen, ich kann mich daran erinnern, dass ich auf Kurzstrecke war. Und dann bist du ja 5 Tage unterwegs und du startest 4-5 Mal am Tag. Dann bist du im Hotel, dann startest du wieder 4-5 Mal am Tag, machst das 5 Tage hintereinander. Und damals hatte ich so einen ganz alten Käfer. Und wenn ich dann umgestiegen bin vom Flugzeug nach 5 Tagen in meinen Käfer und ich habe gedacht, irgendwas was kommt passiert nichts. Ich komme nicht vorwärts. Und da merkt man dann erst, wie viel PS man doch hinter sich hatte. Wieder mal. Und das ist das Besondere ist, dass das so schnell geht, dass man so schnell Geschwindigkeit entwickelt. Oder der Moment des Abhebens, was ist das Außerordentliche?
Naja, die Beschleunigung. Also jetzt zum Beispiel, ich fliege ja auch den A350, wie du schon gesagt hattest. Und der 350 hat zwei Triebwerke. Die sind vom Durchmesser schon viel größer als die vom Airbus 340. Der hat eben vier und verteilt das auf vier Triebwerke, was die anderen mit zwei leisten müssen. Und die brauchen natürlich auch länger, also physikalisch gesehen, bis sie diesen Leistungsschub haben für den Startvorgang. Und dann kommt diese Energie erst so mit der Zeit, ne? Und dann nimmt der Schwung und dann ist er aber richtig da. Das ist immer wieder beeindruckend und toll. Was ist das Langweiligste? Weil da sagen Leute, wir hatten darüber kurz gesprochen, ich bin von Tokio zurückgeflogen nach Deutschland und habe mir gedacht, um Gottes Willen, also ich fand es hochinteressant, durch diese großen Fenster von diesem neuen Flugzeug da runter zu gucken zu können und Russland, tatsächlich die Größe Russlands nur im Ansatz zu erfassen. Aber ich dachte mir, für die Piloten muss es so öde sein, weil es geschieht nichts. Es geschieht nichts, die Sonne schien, sonst war nichts los. Naja, wenn du sagst, in Russland, da leben keine Menschen, das sieht ja so öde aus. Also auch öde kann interessant sein. Ich kann mich eher an eine Zeit erinnern, als ich ganz viel Frankfurt-Berlin geflogen bin. Ich bin ja früher auf dem Airbus 300, mit dem wir auch in Nairobi waren, geflogen, A300, A310. Und dann sind wir ja fünfmal am Tag zwischen Frankfurt und Berlin, immer hin und her. Und da war im Herbst war so eine typische Nebelwetterlage da, wo die Wolkendecke auf der Erde hing und man die ganze Zeit kurz nach dem Start über den Wolken war und dann wieder eingetaucht ist. Und so konnte ich sonst immer sagen, ah, da ist Leipzig, ah, da ist Halle, jetzt bin ich gleich in Berlin, ah, jetzt fliegen wir an auf Tegel und da war nichts. Also das war eher langweilig, da kann ich mich dran erinnern. Also Steppe in Russland kann auch hochinteressant sein. Also das macht dann Spaß oder was? Ich meine, Leute kommen auf komische Gedanken. Ich darf dich erinnern, damit hattet ihr nichts zu tun. Das ist ein Vorfall von British Airways. Das ist der 51-jährige Pilot Colin Glover gewesen, der sich fotografiert hat in halterlosen Strümpfen, während er den Atlantik überquert hat in der 777, also das größte zweimotorige Langstreckenflugzeug. Und der ist dafür natürlich rausgeflogen bei British Airways, als man ihm das dann nachweisen konnte. Aber da habe ich mir gedacht, naja, das muss aber doch eigentlich am Wege auffallen, wenn ich so drauf bin. Wenn ich sage, ich ziehe mich aus, ich ziehe mir halterlose Strümpfe an und habe dann die Füße an der Steuersäule. Das ist, das ist wie wenn man mich fragt, warum ich keine Röcke trage im Cockpit. Ne? Das wäre wahrscheinlich ähnlich, aber es gibt für Frauen keine Röcke im Cockpit. Wieso? Das ist interessant, cool. Was ist da das Problem mit den Röcken? Naja, wir haben ja, oder wir kriegen jetzt wieder Flugzeuge, die 777XB bei Lufthansa selbst mit einer Steuersäule. Das wäre halt irgendwie hinderlich. Ne? Deswegen haben wir. Und du meinst, wenn man den Rock hochschieben müsste? Ja, genau. Ich will ja meine Kollegen auch nicht ablenken. Macht denn die Frau Kapitänin da? Nee, also. Aber ich meine, diesen Fall gab es ja wirklich. Und es gibt andere Fälle, wo Leute immer sagen, naja, die Piloten sind die Schwachstelle. Mhm. Weil da kann es zu Menschen, die Maschine, die Apparate sind mittlerweile so hoch entwickelt, ja. Da können wir gleich noch kurz drüber reden, autonomes Fliegen wird auch für möglich gehalten, dass sowas passiert. Ich wundere mich aber, oder natürlich wie die englische Öffentlichkeit auch, British Airways ist ja keine Lumpen-Airline, das ist so ähnlich wie bei euch auch. Aber wie kann einem das nicht auffallen, wenn man Leute so testet und so viel trainiert? Also ich überlege mir gerade, wie es dazu kommen kann. Also ich muss gestehen, auf die Idee bin ich noch nie gekommen, halterlose Strümpfe anzuziehen im Cockpit, also wirklich nicht. Aber ich denke immer bei uns, vielleicht liegt es auch ein bisschen am Unternehmen, ich weiß es nicht, wie die Struktur bei denen ist. Bei uns ist es so, wir sind ja bei Lufthansa allein 5.500 Piloten. Das heißt, ich fliege eigentlich jeden Flug mit jemand anders und ich kenne die Leute nicht. Du kennst sie nicht? Ich kenne sie nicht. Das heißt, ich brauche ja im Grunde schon ein paar Stunden, um sie überhaupt kennenzulernen. Und in der Regel findet man immer Themen, über die man wirklich gut reden kann, sodass so ein Flug eben nicht langweilig ist, weil ich immer wieder neue Kollegen habe. Das ist großartig. Aber wenn ich jetzt seid ihr aber ja tatsächlich auch nur Menschen. Jetzt beherrsche ich irgendwann. Nehmen wir mal an, ich bin jetzt seit 10 Jahren bei euch dabei. Ich bin erster Offizier. Ich beherrsche dieses Flugzeug. Ich weiß ganz genau, wie man 340 bei Wind, bei Regen, bei Sturm startet, landet. Ich weiß das alles. Ich kenne da alles in- und auswendig. Und dann bin ich wieder mal schön in San Francisco und denke mir, ach, jetzt werde ich mir mal schön einen nehmen, weil die Kapitänin, die ist so nett, wie du ja nett bist. was passiert denn dann, wenn ich morgens mit der Fahne zu eurem Briefing komme? Das wäre schlecht.
Schlecht. Ich glaube, ich würde dich nicht mitnehmen. Ich würde dich ganz sicher da lassen. Du bist ganz sicher oder, oder kann nein, die Möglichkeit ich zu bammen? Nein, ich würde dich ganz sicher da lassen. Weil es gibt bei uns einfach Regeln, die einzuhalten sind. Das gehört ganz gewiss dazu. Ja. Alkohol ist überhaupt kein Thema bei uns. Wie kein Thema? Man darf nicht, man muss es ist 0-0. Einfach klar, dass man 12 Stunden vor dem Flug keinen Alkohol mehr trinkt. Aber ein bisschen kiffen. Nein, auch nicht. Ich glaube, in Deutschland sind wir noch nicht so weit, oder? Nein, aber in Amerika ist es erlaubt. In Kalifornien ist es, glaube ich, jetzt legal. Das heißt, in Kanada auch. Das heißt, ihr könntet wie die Irren da... Nein, aber nicht. Nein, auch nicht. Auch gar nicht. Gibt es sonst auch? Und wenn ich überlege, in den 30 Jahren, die ich jetzt bei der Lufthansa bin, das war noch nie ein Thema. Wirklich, auch bei meinen Kollegen nicht. Du hast mir mal erklärt, wir überlegen uns vor dem Abflug... in welche Wolken wir da reinfliegen. Und da hatte ich so die Vorstellung, da, wenn eine Wolke besonders schön aussieht, dass man sich denkt, ach, das wäre doch, lass uns mal da reinfliegen. Warum ist das keine gute Idee? Oder warum hast du damals so gesagt, das machen wir sicherlich nicht? Das machen wir sicherlich auch nicht, genau. Weil wir haben ja ein Radarbild im Cockpit und können anhand des Radarbilds erkennen, wie viel Niederschlag, wie viel Precipitation, Feuchtigkeit in dieser Wolke ist. Und wenn es jetzt in Anführungszeichen eine einfache Regenwolke ist, durch die fliegen wir durch, weil sonst dürfen wir im Winter, glaube ich, gar nicht fliegen aus Deutschland raus. Aber sobald es eine Gewitterzelle ist, umfliegen wir die in einem Mindestabstand von 5 Meilen. Es wäre aber auch kein Problem, das sagen Leute in Flugangstseminaren ja auch immer wieder, es wäre aber auch kein Problem, durch ein Gewitter durchzufliegen. Okay. Durch ein Gewitter fliegen wir nicht durch. Also heißt auch, was definierst du als Gewitter? Wenn überall so Zellen stehen und ich fliege zwischen den 2 Zellen durch, dann fliege ich aber nicht durch die Zelle selber. Das würde ich nicht tun. Und selbst da ist es schon ungemütlich zwischen den Zellen? Ja, das kann man abwägen. Das kann man auch als Pilot einschätzen. Aufgrund der Windverhältnisse bin ich in der Windschattenseite. Wo bewege ich mich gerade? Das schätzt der Pilot aufgrund seiner Erfahrung ab. Ja, weil dann sagen Leute wieder, ja Leute, aber Air France 447 ist abgestürzt im Atlantik. Bei Flügen mit der Lufthansa haben Purser mir erzählt, in 10.000 Meter Höhe, da sind wir so sicher wie in der Wiege. Das geht gar nicht sicherer, da haben wir unter uns Platz. Da können die Piloten lange überlegen, wenn da was ist. Und dann plötzlich, liegt das Ding im Atlantik. Mhm. Ja. Also die sind bestimmt auch nicht in eine Zelle reingeflogen. Bei denen gab es ja noch eine andere Thematik aufgrund der Vereisung der Pitots. Also das ist nochmal eine andere Geschichte. Pitots sind die Geschwindigkeitsmesser außen. Ja, richtig. Und aufgrund dessen hatten sie einfach andere Anzeigen im Cockpit. Also das sind andere Geschichten, die dazu geführt haben. Also durch Wolken fliegen wir nicht. Und wenn er sagt, 10.000 Meter ist alles schön, dann meint er quasi die Phase, wo wir uns über der Tropopause befinden. Und über der Tropopause ist es so, dass wir dort zumindest keine Wolken mehr haben. Aber trotzdem könnte es Turbulenzen geben. Ja, natürlich. Das könnt ihr nicht verhindern. Weil er die ganze Zeit sagt, bleiben Sie bitte angeschnallt, damit bei einer Turbulenz man nicht gegen die Decke knallt. Das ist jetzt erst wieder passiert, spektakuläres Video. Ja. Die Flugbegleiterin, die oben in der Decke hing. Ja. Also wir haben Wetterkarten, die uns sagen, ob Turbulenzen zu erwarten sind. Die sind ziemlich genau, aber halt nicht hundertprozentig genau. Und da auch wieder die Einschätzung des Pilots, der kann sehen, wie sind die Windverhältnisse, wie sind die Temperaturverhältnisse, decken die sich mit meinen Flugunterlagen. Aber daher auch immer die Vorsicht, auf alle Fälle angeschnallt zu bleiben. Das sind wir im Cockpit auch. Und das heißt, es gab keine Situation, an die du dich erinnerst, wo du gesagt hast, jetzt wird's ernst. Ernst? Nichts, wo du dachtest, jetzt muss ich mein ganzes Training abrufen. Weil wir werden so hin und her geworfen. Nee, das nicht. Also der Pilot hat auch Möglichkeiten, was dagegen zu tun. Der Pilot kann zum Beispiel die Flughöhe verändern. Der Pilot kann versuchen, die Geschwindigkeit zu verändern, um eben der Turbulenz gegenzuwirken. Mhm. Ja. Dieses System, was du schon erklärt hast, ihr kennt euch nicht. Ja. Das ist natürlich von Vorteil, weil wenn man sich kennt, das wissen alle Leute, die uns hier zugucken, sind in langjährigen Beziehungen. Frau fragt Mann, hast du den Ölstand kontrolliert? Mann hat es nicht getan, sagt aber, habe ich gemacht. Ja. Weil sich denkt, ach, die guckt eh nicht nach, ist doch egal. Und von Frauen soll ich gehört haben, dass sie auch mitunter ähnlich verfahren und sagen, komm, ist mir doch jetzt wurscht. Das ist genau das, was nicht passieren darf.
Das darf nicht passieren. Die Kollegen, die würden auch nicht Dinge sagen, die sie nicht wirklich getan haben. Also das ist ja ein Teil unserer Kultur im Cockpit, dass wir eben offen und ehrlich kommunizieren und eine Fehlerkultur haben, wo wir Errors oder Fehler eben zugeben, um die Flugsicherheit zu gewährleisten. Aber ist das nicht total schwierig, wenn man zugeben muss, ich habe das nicht gemacht, ich habe das vergessen, ich war zu schlampig, es war mir draußen zu kalt, als ich ums Flugzeug gegangen bin, ich wollte schnell wieder rein? Nee, eben gerade nicht. Also das hat sich wirklich gewandelt in den letzten Jahrzehnten, dass wir das eher fördern. Das können wir natürlich auch nur vorleben. Und wenn ich als Ausbildungskapitän sage, ich bin auch nur ein Mensch, ich mache auch Fehler, pass bitte auf mich auf, dann ist das eher, um einen Raum zu schaffen, wo man sowas zugeben kann. Jetzt gibt es hier eine Sache, die damit zu tun hat, mit einer Gruppe, du hast es vorhin erwähnt, mit einer Gruppe von Berufstätigen, bei denen das nicht so ist. Das heißt, Sicherheitsfaktor Mensch, Risiko ist durchgestrichen. Ich zeige das mal. Das ist so eine Broschüre, da erkennen Sie das ganz gut drauf, meine Damen und Herren. Und worum geht es dabei? Ja, wir haben Interpersonal Competence Training entwickelt für die Medizin, um von der Luftfahrt zu lernen. Wir sagen, da gibt es viele Parallelen. Wir haben Cockpit-Kabine, die miteinander arbeitet, die ganz unterschiedlich ausgewählt wurde. Und genauso ist das auch in der Medizin. Wir haben die Ärzteschaft, wir haben Pflegepersonal und beziehen uns darauf, dass wir ihnen zeigen, wie wir unsere Sicherheitskultur entwickelt haben, wie wir mit Fehlerkultur umgehen, versuchen ihnen Interpersonal Competence Werte beizubringen von Workload Management, Teamwork, wie agiere ich unter Stress, kann ich auch mal dem Chefarzt widersprechen. Und dafür geben wir Schulungen und da sitzt immer ein Pilot drin und ein Arzt, um eben auch in die Medizin dieses Fehlermanagement reinzubringen. Weil wir sind alle Menschen und wir machen alle Fehler. Da ist bei den Ärzten ist es teilweise noch so, also da erlebt man die Beispiele, dass der Chefarzt ist tatsächlich eine Gestalt, die annähernd angebetet wird oder zumindest die sehr, sehr autoritär regiert. Bei euch musste sich da was ändern. Teil davon ist auch, dass es glücklicherweise Frauen im Cockpit gibt. 7% sind es allerdings nur bei der Lufthansa. Das ist also nicht so wahnsinnig viel. Es gibt diesen grässlichen Satz, der ist viel zitiert von dem in den 60er Jahren allerdings von dem Leiter der Verkehrsfliegerschule in Bremen. Ja, du kennst den Satz in- und auswendig, weil er immer wieder in jedem Artikel steht, nämlich eher wird eine Frau Boxweltmeister im Schwergewicht, als dass sie Kapitän bei der deutschen Lufthansa wird. Zum Glück ist das alles widerlegt. Aber wie lange dauert sowas, Kurdler, ich habe jetzt in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel gefunden von 2018, vergangenes Jahr, wo noch drin steht, mitunter wundern sich die Passagiere der ersten Klasse, wenn die Kapitänin Kurdler Pflaum rauskommt und sie persönlich begrüßt, weil sie eine Frau ist. Also ist doch irre, wie lange das dauert, offenbar. Also wie lange? Das wird bestimmt noch eine Weile dauern. Also im Moment ist es so, dass wir in unseren Bewerbungsquoten ungefähr 15% Frauen haben. Und 15% Frauen bestehen auch. Und die Kurse sind mit 15% Frauen belegt. Das dauert natürlich einfach eine Weile, bis die dann auch wirklich in dem Beruf ankommen und dort sind. Ich denke einfach, das Interesse ist noch nicht so groß. Das Interesse bei den Frauen ist nicht so groß? Ja. Das heißt, das deutet wieder darauf hin, weil ich meine, das ist ja überhaupt kein Beruf, der irgendeine geschlechtsspezifische Anforderung. Bei der Feuerwehr gibt es sowas teilweise noch, genau, dass man Maximalkraft Dinge bringen musste, für Männer leichter ist als für Frauen. Wobei auch da gibt es ganz viele erfolgreiche Bewerberinnen. Aber was ist das bei euch? Wird der Beruf als zu technisch angesehen? Ich kann mich daran erinnern, als ich meinen Eignungstest gemacht habe, musste ich auch noch einen Kräftetest machen. Also damals 1989, 1990 war das so, dass wir noch unsere Kraft zeigen mussten, ob wir es schaffen, die Pedale zu treten. Das ist jetzt nicht mehr so. Es ist ein sehr technischer Beruf. Es ist natürlich auch ein Beruf, wo man zu zweit da vorne sitzt. Vielleicht liegt es ein bisschen daran, die Menge der Kommunikation, dass Frauen sich davor abgeschreckt, aber können sich Frauen dafür wirklich abgeschreckt fühlen? Es ist verbunden mit, man sieht die ganze Welt, man sieht die Welt aus einer Perspektive, die für dich die zweitbeste ist, weil du wolltest zwischendurch auch Astronautin werden. Genau. Diesen kleinen Exkurs müssen wir uns gönnen. Ich will nicht jetzt da in Wunden wühlen oder sowas, du wolltest das wahnsinnig gerne, oder? Das wollte ich auch wahnsinnig gerne. Nur zu dem Frausein nochmal. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass es ein Rollenthema ist.
Aber es ist in vielen Köpfen noch nicht drin, dass Kapitäninnen da vorne sitzen, weil ich es eben auch wirklich selber immer wieder merke, wenn ich die Gäste begrüße, wie überrascht sie sind. Und ich sage dir eins, also meine Kollegen, ich glaube, ein Mann wird nie gefragt, wie machst du es mit den Kindern, ja, zu Hause? Politiker auch nicht, ja. Und Frauen werden immer gefragt, ja. Und es gibt aber doch keinen wahrnehmbaren Unterschied, wenn eine erste Offizierin oder ein erster Offizier neben dir sitzt. Nein. Alles ist gleich. Ja. Das ist eine merkwürdige Sache. Weil ich betrachte auch den Mensch und gucke einfach, was er für Fähigkeiten hat. Jetzt noch müssen wir eine Sache protokollarisch abhandeln, weil wir beide nicht wissen, wie das ausgeht. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat heute angekündigt, sie würde Urabstimmungen abhalten, womöglich wieder zu streiken. Die Lufthansa sagt, wir haben einen Tarifvertrag, wir haben eure Kündigung nicht anerkannt, deswegen ist das egal, was ihr da macht, wir kümmern uns nicht. Müssen sich die Leute darauf einstellen, dass es wieder turbulent wird? Also die UFO-Leute sprechen von einem Chaos-Sommer. Ich glaube, das dauert. Das zieht sich erstmal. Man wird bestimmt verhandeln. Ich kann es nur hoffen, also auch für alle Fluggäste, dass sich noch ein bisschen hinauszögert. Verhandelt werden muss, in welcher Art und Weise, da kenne ich die Details nicht. Jetzt könnte man auch sagen, dass du Cordula Peter Pflaum heißt, nämlich für Schwarzer Peter, weil ihr Leute, die ihr fliegt, seid im Moment ja indirekt im Gespräch bei der großen Debatte um den Klimawandel, weil es immer heißt, wenn man irgendwas Schlechtes machen möchte, ja, wenn man irgendwas tun möchte, um seinen CO2-Fußabdruck zu vergrößern, dann setzt man sich viel zu oft ins Flugzeug. Eisenbahn, Fahrradfahren, Autofahren, nicht fliegen. Da müsst ihr euch wirklich vorkommen, so wie die Stinkstiefel, weil ihr diejenigen seid, die alles kaputt macht. Weil du hast ja ein originäres Interesse daran, dass die Leute fliegen. Ich stelle dir eine Frage. Bitte. Was meinst du, wie viel Kerosin verbrauche ich pro 100 Kilometer für einen Passagier mit unseren modernen Flugzeugen? Das ist wie beim 3, der kommt ja mit dem 3-Liter-Auto. 3,6. Ja. Und ist aber so. Trotzdem ist es doch besser, die Menschen würden dieses Kerosin würde gar nicht erst verbrannt. Zum Beispiel, um innerdeutsch zu fliegen. Da habe ich letztens gesprochen mit einem Mobilitätsexperten von der TU in Berlin hier, der gesagt hat, innerdeutschen Verkehr am besten abschaffen. Naja, den Straßenverkehr vielleicht. Ne? Also euch? Nein, ihr sollt nicht mehr, wir sollen nicht mehr fliegen. Wir sollten innerdeutsch nicht mehr fliegen. Warum muss ich München, Berlin, 4 Stunden, 20 Minuten mit der Eisenbahn? Bei euch muss ich mich abtasten lassen. Wenn sie pünktlich fährt. Und, ja, sagt die Frau von der Lufthansa, die ja immer pünktlich fliegt. Nied. Okay, wir streichen das. Das berührt euch das? Wird das besprochen? Also redet ihr darüber? Natürlich reden wir darüber. Also ich fliege ja, wie du sagst, einen schwarzen Peter, ja, den Airbus 340-600, kann man wirklich sagen. Wenn man den jetzt vergleicht auf dem Weg nach Hongkong und zurück, ja, und ich fliege das stattdessen mit dem Airbus 350, dann spare ich 70 Tonnen Sprit. Im Ernst? Ja. So viel? Ja. Oh. Also es ist unglaublich. Deswegen wird er natürlich auch gerne auf diesen Ultralangstrecken eingesetzt. Und da haben wir ja viel investiert. Ich glaube, es waren irgendwie 12,5 Milliarden in neue Flugzeuge, 777XB und 350, um da einfach die ganze Flotte zu erneuern. Also wir arbeiten da schon dran und sind auch mit den CO2-Werten auf dem sinkenden Ast. Also sind gut dabei, das zu reduzieren. Also darauf wird geschaut. Aber trotzdem verstehst du, dass Leute sagen, Politiker sagen, fliegt nicht zu viel. Überlegt, ob ihr in den Urlaub wirklich fliegen müsst. Na sicher. Also ich denke, viele fliegen auch, weil sie eben fliegen müssen. Ja? Du musstest bestimmt auch nach Tokio. Total. Es sind natürlich unendlich viele. Unendlich viele Business-Flieger. Auch der innerdeutsche oder innereuropäische Verkehr ist ja ganz oft Zubringerverkehr. Also bei uns sind das ja hauptsächlich Umsteiger. Wir haben irgendwie 235.000 Umsteiger am Tag in Frankfurt allein. Ja. Deswegen viele Zubringer. Cordula, ich danke dir vielmals. Dankeschön. Und vor allen Dingen auch Dankeschön dafür, dass hoffentlich Sie, meine Damen und Herren, jetzt ein ganz ruhiges Gefühl haben, wenn Sie in den Urlaub starten. Wir verabschieden uns heute in die Sommerpause. Wir sehen uns Anfang August wieder. Dadurch, dass Sie jetzt noch Cordula Pflaum kennenlernen konnten, müssen Sie sich in Ihrem Urlaub keine Sorgen machen. Auch wenn Sie auf ein anderes Transportmittel setzen, bleiben Sie bitte sicher, bleiben Sie gesund, kommen Sie gesund wieder, erholen Sie sich gut. Ihnen einen schönen Sommer, bis wir uns dann in der späteren Zeit des Sommers wiedersehen. Vielen Dank und tschüss.